Okay, uns fehlen also noch Schreine. So, in der Höhle habe ich jetzt alles. Was ist denn der nächste? Jetzt gehen wir da rüber und wo fehlen uns die dann noch? Guck mal hier irgendwo. Irgendwo hier. Raus. Nope. Vielleicht wenn wir hier hochklettern. Ich hoffe, wir kommen hier raus. Vielleicht auch hier. Ja, das sieht gut aus. Aber ich mach grad die Au. Sieht vielleicht nicht so gut aus. Mitten im Sumpf. Ey, wenn ich gerade drauf komme, ich habe gerade voll Stress eigentlich. Wenn ich die Aufnahme mache, ich habe dann in einer Stunde einen Termin. Also eigentlich in zwei. Bei einer Stunde muss ich los. Weil dann eine Besprechung haben, die habe ich voll verpasst. Manchmal ist es so, ich habe manchmal echt so hardcore viel um die Ohren. Weil ich gefühlt manchmal alles gleichzeitig mache. Ja. Also so, ich habe ja aktuell zwei Bands. Dann halt noch. Oh, ein Schleim habe ich noch nicht fotografiert. Dann noch das Wrestling dazu. Dann eben veranstalte ich selbst noch. Und habe noch eben das Unternehmen. Wo ich halt auch im Veranstaltungsbereich unter anderem tätig bin, aber. Es summiert sich dann. Und es soll echt nicht irgendwie jetzt so negativ klingen. Ja, es ist eigentlich voll positiv, dass es sich summiert, weil dadurch habe ich halt einfach viel mehr Zeiteinteilung. Aber zum Beispiel, wenn ich jetzt so einen Termin mal habe, boah, hey, den 14-Uhr-Termin heute. Okay, jetzt, wenn das Video raus ist, ist es natürlich nicht mehr 14 Uhr, aber so den Termin werde ich fast übersehen. Wäre jetzt nicht die Tragik, wenn ich dann nicht wäre, ja. Da war eh bei diesem Ding drei Leute sind, die da Vertretungen oder die das vertreten. Aber allgemein wäre es halt natürlich cool dabei zu sein und wichtig. Ah, wir wollten noch zur großen Fee. Oh, wir wollten noch diesen Drachen bekämpfen. Ich glaube, den drin, den habe ich noch nicht. Was macht denn der Strom? Damit haben wir halt einen vollen Schub auf Angriffskraft. Mit denen hätte man natürlich mehr Verteidigung. Dann rüstet man auch den aus. Yes. Nehmen wir den. Schild nehmen wir das für den Fall des Falles. Schwert. Kann man das nehmen? Dann, ob wir irgendwas haben für Rüstung. Ah, wir hätten noch was, was Angriffskraft pusht. Aber hier. Rüstung. Einen Abwehrbonus.
Hammer. Wie er schon mit den Dingen auf mich schießen will. Moment. So. Oh, da kommt er wieder. Kann jetzt mit der kleinen Waffe auch drauf rein. Oh, ist schon besiegt. Schön. Jetzt muss ich mir den auf der Karte markieren, dass ich mir das dran erinnere. Mit Totenkopf. Den habe ich besiegt. So, nice. Dann wollten wir weiter zur Fee. Ich glaube, Schild kann ja auch wieder zurückwechseln. Hier gar nichts irgendwie, was man so looten kann. Okay. Ich glaube, alles, was hier irgendwie machbar ist, hätte ich schon. Auf zur Fee. Da hinten. Was will denn die haben? Die will... Ja, ich sehe schon da unten die Bühne. Oder ist das die Bühne? Nee. Hier ist die Bühne unter mir. Und ein Krog. Ja. Unglaublich. Willst du einen was? Natürlich bekomme ich auch, kommst du auch etwas. Ich kann ihn an Abwehr. Ja, okay. Dann nimm den Rüstungskäfer. Gib mir Pfeile. Alle. Da auch. Alle. Den Grog ist auch leicht. Ja, jedenfalls, wo war ich denn? Genau. Manchmal ist halt echt weird, wie viel Sachen man macht. Und wie viel Zeit dann eigentlich so... Eigentlich ist es weird, wie viel Zeit man hat, wenn man viel Sachen macht, die man für sich macht. Hallo Kollege, ist auch hier, um Nachforschungen anzustellen. Ich habe hier etwas äußerst Interessantes aufgeschnappt. Du bist also auch ein Reporter. Ich hatte da ein seltsames Erlebnis. Ich hatte gerade herabfallende Ruinen und drei Wegekreuzungen erreicht, als eine Frau mich ansprach. Du musst helfen. Es geht um Leben und Tod.
Um wen es sich handelt, kann ich nicht enthüllen. Doch es braucht jemand deine Hilfe. Und das war alles, was sie sagte. Okay. Das klingt einfach nach einem Überfall. Die Frau wirkte verzweifelt, daher folgte ich ihr. Doch wie sehr ich mich auch bemühte, es gelang mir nicht, sie einzuholen. Schließlich verslor ich sie aus den Augen und damit endet diese seltsame Geschichte. Ja, wir könnten, und außerdem noch in Lebensgefahr, wir könnten da mal schauen. Diesen Gezwitscher sollten wir unbedingt mal nachblicken. Das Merkwürdigste daran war, diese Frau hat ständig meine Haare angestarrt. Was steckt bloß dahinter? Okay. Noch ein Krog. Wir sehen schon. Ich will zu meinem Freund. Oh je. Wo ist denn dein Freund? Ja. Muss mal innehalten. Da ist die Frau. Hi. Was ist denn los? Du blonde Haare. Ich kenne deinen Namen nicht, doch ich benötige deine Hilfe. Jemand, an dem es sehr viel liegt, befindet sich in Gefahr, in Lebensgefahr. Um wen es sich handelt, kann ich dir nicht sagen, doch diese Person kann sich nicht bewegen. Ich bin zu schwach. Nichts wie los. Die Person befindet sich in einem Versteck, um sich vor Banditen zu verbergen. Die ist fix ein Bandit. Wir sollten sofort dorthin aufbrechen und Acht geben, dass wir dabei nicht gesehen werden. Ich warte ein Stück, wir treffen uns dort. Die ist doch, die hat doch fix Dreck am Stecken. Kannst mir doch nicht erzählen, dass die nicht Dreck am Stecken hätte. Ah, das sind kleine Kämpfe. Zack, zack und weg ist er. Sag ich doch, kleine Kämpfe. Auch noch was für mich? Nice. Sie wartet ein Stück die Straße runter. Ja. Oh, der hat eine schöne Waffe eigentlich. Muss den anderen wirklich was anderes ausrüsten. Naja. Geht doch. So, jetzt schauen wir mal, was die hier da für Freunde hat, die Probleme haben. Ja, ich bin schon da. Sorge um die Person, der ich Hilfe versprach. Die Person hält sich in einem Versteck verborgen. Dass der Weg dorthin so beschwerlich ist. Ja, okay, wo ist denn das Versteck? Ja, ich kann... Ach Gott. Treffen wir uns an der Stelle, wo die herabgefallenen Trümmer sehen kannst. Was ist nur mit der? Oh.
Ich sag, die hat. Die hat sowas von Dreck am Stecken. Stellt sich fix heraus. Oh, das ist jemand von der Jägerbande. Kann ich bitte mal? Nice. Wir dürfen die Crocs halt nicht auslassen. So. Bin ich schon wieder hier? Bin ich einmal im Kreis gelaufen oder was? Jesus. Ich habe es letzte Mal schon erwähnt, es ist halt so spannend, dass die Texturen eigentlich alle ziemlich stark aussehen. Nur durch den grafischen Schleier, der drauf sitzt, sieht das alles ein bisschen anders aus. Es ist wirklich hier. Und jetzt muss ich irgendwo runterspringen. Als nächstes sagt mir, ich soll dann noch in die Höhle rein. Also in diesen Ding. Danke für dein Kommen. Hier entlang die Person. Wegen der ich um Hilfe bei befindet sich direkt vor uns. Sie erwartet uns an den herabgestürzten Ruinen auf der gegenüberliegenden Klippe. Das ist ja fix eine Trap. Das ist doch so fix eine Trap. Gleich mal richtig draufdonnern. Das blonde Haar, der Mut, den Weg hierher zu bezwingen und vor allem diese Selbstgerechtigkeit. Du bist der Leibwächter von Prinzessin Zelda, Link der Retter. Habe ich nicht recht? Da treffen wir uns also endlich. Lass mich dich zum Ziel unserer Reise begleiten. Ja, ich sag's doch, das ist doch... Oh, mehr von denen. Hallo, darf ich auch noch? Ich werde dich niemals von hier entkommen lassen. Ja, habe ich auch nicht vor. Mensch, Junge, echt. Meine Kumpels prügeln eh auf ihn ein, ich brauche gar nichts tun. Richtig schlechte Trap. Diesmal lasse ich dir das aber sehr gewahr. Ja, come on. Ihr habt es bisher kein einziges Mal geschafft. Und du hast alles beobachtet. Eine ganz schöne Strecke, muss ich sagen. Ich habe aus der Luft das Gebiet abgesucht, in dem geheimnisvolle Frau gesehen worden sein soll. Dann habe ich die Stimme gehört und da warst doch schon du. Das hast du den ganzen Fakten herausgefunden? Ja, das war eine Trap. Diese Meuchelmörder versuchen, das Königreich von Hyrule zu zerstören. Ah, vielleicht wollen sie auch nur Bananen haben. Es ist bekannt, dass sie gut verkleidet sind. Aber wer hätte gedacht, dass sie sich als Dorfbewohner ausgeben? Und all das nur, um den Leibwächter der Prinzessin hervorzulocken. Da wurden bestimmt einige Männer mit dir verwechselt. Link. Und das nur aufgrund ihrer blonden Haare. Üble Sache. Du bist ziemlich geschickt, wenn es dir sogar gelingt, den Niga zu entwischen. Mhm. Als dein Kollege bin ich stolz auf dich. Ich bin jedenfalls froh, dass die Schlagzeile diesmal nicht lautet, Reporter fällt Jägerwahnsinn zum Opfer. So, Kollege. Damit sind wir nun 7 Gerüchten um Prinzessin Zelda auf den Grund gegangen.
Nichts anderes hätte ich von dir erwartet, Kollege. Cletus hatte recht damit, ihr zu vertrauen. Ein silberner Rubin. Cletus mag meine Arbeitsmoral und deswegen einen kleinen Bonus zukommen lassen. Nochmal 20. Nice, ich bin wieder auf 10 Zehen. Aus Gezwitscher wie diesen sind kleine Zeitungsartikel geworden. Habe ich denn? Ja, die Wiesendaube habe ich schon. Let's go. Nice, den nehmen wir gleich. Eigentlich fast schon zu hoch. Und irgendwo da hinten ist dieser Schrein versteckt. Schauen wir mal, was die Fee will. Das war knapp. So ein Ärger. Oh, mein reisender Freund, ich erinnere mich gut an dich. Na, wohin des Weges? Unterwegs zur großen Fee? Große Fee? Große Fee Cäsar anzutreten, ja, ja. Die will ich jetzt besuchen. Die große Fee, die in der Nähe wohnt, hat schon lange nicht mehr die Nase aus ihrem Blumenknospe gesteckt. Bestimmt ist, wie es die große Fee im Stall des Waldes und sie einfach viel zu Angst, um sich zu zeigen. Natürlich, die hiesige große Fee war ganz verliebt in den Klang von Feens Flötenspiel. Da wäre es das Beste, einfach hinzureißen und Feen was auf der... Ja, und ich muss euch... Es sind Felsbrocken vom Himmel gefallen, die den Weg versperren. Wir sind extra hochgefahren, um irgendwie zu sehen, ob man trotzdem noch hinkommt. Bei dem Gerell kommt kein Pferd durch. Versuch macht klug, sagt man eigentlich, aber das war eher unklug. Ich habe schon eine Lösung für euer Problem. Der Allegro war ein vollwertiges Mitglied unseres Ensembles. Ohne ihn klingt unsere Musik banal, banalissimo. Was macht ihr doch immer mit euren Fahrzeugen? Unser Flötenspieler Feen ist jetzt wieder hier. Und das ist auch wunderbar, nur ich mache mir solche Sorgen wegen der großen Fee. Ich könnte nie und nimmer einen Auftritt über die Bühne kriegen. Na. Moment. So. Den setzen wir einfach ganz vorne drauf. So, damit können wir schon fahren. Lass uns aufbrechen. Ist doch easy. Auf zur großen Fee. Ein bisschen holprig, aber wir schaffen das. Vermutlich hätte ich auch auf ihrem Fahrzeug das Ding raufbauen können, die Räder. Und da sind wir schon. Große Fee, da sind wir. Jetzt kommt sie wieder. Nice.
Da ist sie. Ist das jetzt die letzte große Fee oder ist noch eine? Schau doch, schau, die große Fee ist wieder da. Irre, wie sie glitzert und strahlt. Ja, ja. Noch einmal tausend Dank. Deine Belohnung liegt mir so schwer in der Tasche. Ich muss meine Hose... Ich sag nichts dazu. Ich sag da nichts dazu. Nimm deinen Lohn, also besser schnell an dich. Oh Gott. Dieser Lustmolch. So, Hosenrutschgefahr gebannt. Jetzt kann ich mich voll auf die Regieren konzentrieren. Aber leider war sie nicht mehr die letzte große Fee, die sie in ihrer Knospe... Okay, es ist noch eine. Doch weiter gelacht. Doch es wäre gelacht, wenn wir nicht auch die nächste aufheitern könnten. Weiter geht die Reise. Ich glaube, im Norden ist nun wahrscheinlich noch eine große Fee, die wir finden müssen. Du hast die Musikanten zu mir gebracht, oder? Ja, ich war schon lange in meiner Knospe verschwunden, aber einen wie dich durchschaue ich noch allemal. Sag mal, Süßer. Soll ich dich auf eine Reise begleiten? Ja, hättest du ruhig können. Aber du bist wirklich niedlich, wenn du nur verlegen bist. Im Ernst, mein Süßer. Lass mich dir meine Dankbarkeit zeigen. Habe ich irgendwas, was ich schon auf Stufe 3 aufrüsten kann? Zeichnen hier, das ist Stufe 1, Stufe 2, Stufe 2, Stufe 2. Oh, hier den Helm auf Stufe 3. Oh, die Rüstung. Machen wir doch. Schon. Sag mal, Süßer, wenn du ihr begegnest, wärst du so nett, auch die liebsten Klänge zu schmeicheln? Das wäre mir sehr wichtig. Meine Schwester Mia soll in der Nähe des Stalls in der Hebra-Region nördlich von hier aufhalten. Reicht doch im Norden, haben wir noch eine. Haben wir die hier schon? Ja, hier. Ich sehe gerade, da ist noch ein X. Unten haben wir auch noch ein Schrein. Oh Gott. Aber. Jetzt gehen wir da links rüber. Das ist für uns der nächste Weg. Und dann, wenn wir nach Norden reisen, da gibt es dann sowieso noch die Quest mit dem Jägerfinale. Also mit Koga. Und dann passt es eh, dass wir da in den Norden gehen. Nice. Krocksamen. Wir kommen nie in die Mitte. Wir müssen doch überlegen, vielleicht kommen wir noch irgendwann zurück. Jetzt haben wir unsere ganzen Brunnen. What the fuck, nice. Feuerfrucht ist immer cool. Da hat sich da jemand einfach einen Garten eingerichtet. Hier. Die Wüste, eine harsche Umgebung mit Temperaturschwankungen, Ort des Todes keineswegs. In der Wüste blüht das Leben auf. Sie sprudelt vor Energie, die der geneigten Reisende neu danken kann. Mit der glühenden Hitze die Wüste aß ich meine erste Feuerfrucht. Ich fühlte mich gestärkt und konnte es danach leicht mit Monstern aufnehmen, denen ich vorher kaum gewachsen war. Allerdings machte mir dann die Hitze einen Strich durch die Rechnung und ich brach zusammen. Die Feuerfrucht stärkt also, bietet aber keinen Schutz vor der Hitze. Nice.
Nice, nice, nice. Ach, den habe ich schon. So, da hinten ist unser nächstes Ziel. Und das da unten für eine Brücke. Ah, okay, das ist. Ah, das ist hier der reguläre Weg. Das bekommen wir hin. Da holen wir uns den Schrein und dann die letzten drei.